Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Seit heute, dem 31. Mai um 4.28 Uhr, ist es soweit. Der Bahnhof Ottensen wurde eröffnet. Und ich bin hier als einer der Ersten. Und in diesem Video möchte ich euch den Bahnhof zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, der Bahnhof Ottensen soll zwei Ausgänge haben. Ein nach links, ein nach rechts. Wenn ich aber nach links gucke, ist hier eine Baustelle. Hier ist kein Ausgang. So, hier seht ihr schon mal den kompletten Bahnhof Ottensen im Blick Richtung Osten. Die nächste S-Bahn sollte jetzt einfahren in Richtung Blankenese. Und da kommt sie auch schon. Aktuell hat der Bahnhof Ottensen nur einen Ausgang und zu diesem Ausgang gehen wir mal. Da kann ich euch mal zeigen, wie hier der Bahnsteig aussieht. Hier seht ihr eine überdachte Sitzgelegenheit. Und hier ist endlich Bahnsteigdach. Noch ein Stationsschild, noch mehr Sitzmöbel. Ein Mülleimer. Oh, sogar eine analoge Uhr ist hier. Ein Süßigkeitenautomat. Die nächste S-Bahn fährt ein. Hier ist eine Informationsvitrine. Fahrgastinformationsanzeigen. Nächste S-Bahn Richtung Wedel in 5 Minuten. Nächster Zug Richtung nicht einsteigen. Nun zeige ich euch ein bisschen die Umgebung vom Bahnhof Ottensen. So sieht das hier also aus. Und so sieht es von der anderen Seite aus. Und hier ist der Ausgang. Hier gibt es eine feste Treppe. Keine Rolltreppe, aber dafür ein Fahrstuhl. Und hier ist eine Bushaltestelle. Hier kann man in die Linien 2 und 288 umsteigen. Und das ist ein Wohnhaus. So, das war's jetzt, glaube ich, auch vom Bahnhof Ottensen. Hier seht ihr das nochmal im Blick Richtung Westen. Und nun nutze ich den Fahrstuhl. Und
und das hier ist der Zugang. So, hier seht ihr die Bushaltestellen vom Ottensen S-Bahnhof und ich gehe mal wieder jetzt zum Bahnsteig hoch. So, hier sind eine Menge Treppen. »39 Treppenstufen sind es übrigens. So, mal schauen, wann meine S-Bahn kommt. Richtung Blankenese will ich nicht. Richtung Airport Poppenbüttel muss ich die S-Bahn nehmen. Und die kommt in 6 Minuten.« So, ich bin wieder zu Hause angekommen. Ich habe gerade im Internet gelesen, dass die feierliche Eröffnung erst um 10 Uhr sein soll und ich war einfach schon gegen 5 Uhr morgens schon da gewesen. Aber so hatte ich den Bahnhof fast komplett für mich alleine gehabt und konnte den euch in Ruhe zeigen. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.